In diesem Video geht es um die Grundlagen der Momentenmethode und damit neben zum Beispiel der finite Elemente-Methode oder der finite Differenzen-Methode um ein weiteres Verfahren zur numerischen Feldberechnung oder eben im weiteren Sinne zur näherungsweisen Lösung von Differential- und Integralgleichungen. Auf Englisch heißt diese Methode auch Method of Moments und wird deshalb ganz gern mit dieser Abkürzung MOM oder MOM abgekürzt. So, bevor es jetzt um die eigentliche Methode an sich geht, gibt es einen kleinen Exkurs in die Funktionalanalysis. Und zwar ist es ganz hilfreich, am Anfang den Begriff eines linearen Operators zu klären. Was ist ein Operator? Ein Operator ist etwas, das auf Funktionen wirkt. Also zum Beispiel ist die Ableitung, dieses d nach dx ist ein Operator. Es wirkt auf die Funktion und leitet sie ab. Genauso umgekehrt, das Integral ist auch ein Operator, Integral dx, es wirkt auf die Funktion, integriert sie nach x. So, das waren bis jetzt immer Sachen, wo die Funktion von einer Variablen abhing. Wenn man jetzt Funktionen hat, die von mehreren Variablen abhängen, dann ist zum Beispiel auch dieser Nabla-Operator oder der Laplace-Operator, sind eben Differential- oder Ableitungsoperatoren, die auch von Funktionen mehrerer Variablen wirken. Und die Idee ist jetzt, diese ganzen Operatoren eben abzukürzen oder für die eine einheitliche Schreibweise hinzuschreiben und zu sagen, also was auch immer auf meine Funktion wirkt, das können wir hinschreiben als so ein schreibschriftliches L, das ist jetzt der Operator von in geschweiften Klammern, wirkt ja auf diese Funktion. So. Die nächste Frage ist, was verbirgt sich hinter dieser Eigenschaft der Linearität? Und dahinter verbirgt sich eben wieder sowas, ja, dass eben sowas wie Superposition gilt. Also wenn der Operator wirkt auf eine Summe von Funktionen, also auf eine Funktion f1 multipliziert mit einem konstanten Faktor c1 und eine Funktion f2 multipliziert mit einem konstanten Faktor c2, nur dann kennt man eben aus der normalen Differential- und Integralrechnung eine Summenregel. Wenn man eine Summe ableitet, kann man jeden Summanden einzeln ableiten. Also kann man erstmal schreiben, dass der Operator eben einzeln auf C1 mal F1 von x wirkt und der Operator dann eben nochmal, ich muss eine geschweifte Klammer hin, nochmal auf C2 mal F2 von x wirkt. Und das gilt natürlich auch zum Beispiel für das Integral. Auch für das Integral gilt eine Summenregel. Man kann jeden Summen einzeln integrieren. So, dann kann man sich das weiter anschauen und stellt fest, hier gilt eben sowas wie eine Faktorregel. Das ist ein konstanter Faktor, den könnte man auch vor die Ableitung ziehen oder einen konstanten Faktor vor das Integral ziehen. Also kann man das letztendlich umschreiben zu C1 mal der Operator wirkt auf die Funktion f1 von x plus C2 mal der Operator, der auf die Funktion f2 von x wirkt. Was bringt einem jetzt dieser Differentialoperator was bringt einem diese Schreibweise mit diesem linearen Operator allgemein? Das hilft einem, die lineare Differential- oder Integralgleichung, die man mal lösen will, etwas einfacher und etwas kompakter aufzuschreiben. Und zwar können wir jetzt ja sagen, jegliche Differentialgleichung lässt sich schreiben als ein Operator. Ja, und der Operator kann ja eben auch sein, man leitet die Funktion zweimal ab und dann leitet man die Funktion einmal ab und dann gibt es noch die Funktion an sich. Also der Operator wirkt auf die Funktion, wirkt auf eine Funktion f von x. Das ist die gesuchte Funktion, die man mal bei der Lösung dieser Differentialgleichung bestimmen will. Und auf der anderen Seite steht noch eine gegebene Funktion, eine Anregungsfunktion, die bekannt ist und die ist hier mit g von x bezeichnet. Ja, und die Lösung dieser Differentialgleichung heißt eben, diese unbekannte Funktion f von x zu bestimmen. So, jetzt ist die Idee der Momentenmethode, dass man diese unbekannte Funktion hier annähert oder entwickelt in eine Summe von Basisfunktionen. Also man macht einen sogenannten Ansatz mit Basisfunktionen mit einer bestimmten Anzahl. Also die lässt sich frei wählen, aber die hat hier ist ja mal mit einer festen
Zahl bezeichnet, und zwar mit n plus 1, n plus 1 Basisfunktionen. Und diese Basisfunktionen heißen psi n. Und diese Basisfunktionen, wenn das Funktionen sind, dann hängen die jetzt hier natürlich auch von x ab. Und das n läuft von 0 über 1, 2 und so weiter bis groß n, sodass man dadurch, dass man mit 0 anfängt zu zählen, eben auf diese n plus 1 Basisfunktion hier kommt. So, und der Ansatz sieht jetzt eben so aus: die Funktion, die gesuchte Funktion f von x, die versucht man jetzt eben näherungsweise zusammenzubauen durch die Summe von diesen Basisfunktionen. Und es gibt erstmal eine Basisfunktion eben psi 0 von x und dann eine Summe von n gleich 1 bis groß n, in denen jetzt die weiteren Basisfunktionen psi n von x auftauchen. Und die werden alle multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor oder mit einem Entwicklungsfaktor alpha n. So, die Bedingung für die oder die Voraussetzung für diese Basisfunktion ist jetzt, dass diese Basisfunktionen hier linear unabhängig voneinander sind. Und ja, ein Satz von Funktionen ist eben dann linear unabhängig, wenn keine Funktion als Linearkombination, eben als Summe der anderen Funktionen dargestellt werden kann oder als gewichtete Summe der anderen Funktionen dargestellt werden kann. Wenn einem der Begriff dieser linearen Unabhängigkeit von Funktionen jetzt noch so ein bisschen spanisch und unbekannt vorkommt, kann man ja nochmal danach suchen. Ein wichtiger Punkt, den man dabei finden wird, ist, es gibt eine sogenannte Wronski-Determinante, die ist benannt nach einem polnischen Mathematiker Józef Maria Höhne Wronski, der in Polen geboren wurde, aber dann eigentlich fast sein ganzes Leben in Paris gelebt hat. Und er hat eben dieses Verfahren der Wronski-Determinante entwickelt, mit der man dann prüfen kann, ob ein Satz von Funktionen, eben zum Beispiel diese Basisfunktionen, linear unabhängig voneinander sind. Im weitesten Sinne kann man jetzt unter dieser linearen Unabhängigkeit verstehen, dass diese Funktionen irgendwie unterschiedlich sind. Also es wird einem eben nichts bringen, wenn die Funktionen psi 1 und psi 2 und psi 3 gleich sind, weil dann ist das ja die gleiche Funktion. Also selbstverständlich sollten diese Entwicklungsfunktionen, die hier auftauchen, eben irgendwie unabhängig oder irgendwie unterschiedlich voneinander sein. Und ja, im mathematischen Sinne ist das eben die lineare Unabhängigkeit. So, jetzt kann man sich noch fragen, warum unterscheidet man hier zwischen diesem Psi 0 und diesen ganzen anderen Psi n? Die Idee ist, dass Psi 0 soll die gleichen Randbedingungen erfüllen wie die gesuchte Funktion f. Also das Psi 0 erfüllt die Randbedingungen und alle anderen Psis hier hinten, die erfüllen homogene Randbedingungen, also sie verschwinden an den Rändern. So dass man eben die hier beliebig wichten kann, sich nicht um die Randbedingungen kümmern muss, weil die eben homogene Randbedingungen erfüllen und die Randbedingungen werden durch das Psi 0 hier vorne erfüllt. So, dann kann man unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von diesen Basisfunktionen. Man kann sich dann überlegen, dass es eben solche Entire-Domain-Basisfunktionen gibt, die für das gesamte Definitionsgebiet, also für alle x gelten. Oder man kann sich auch Subdomain-Basisfunktionen denken, die eben nur für einen Teil des Definitionsgebiets, also immer nur für bestimmte Bereiche von x gelten. Wir werden jetzt mal immer davon ausgehen, dass das so eine Entire-Domain-Basisfunktion gibt, dass es sich um diese Entire-Domain-Basisfunktion handelt, die eben für das gesamte Definitionsgebiet gelten. So, und naja, mit diesem Ansatz wird man jetzt natürlich näherungsweise irgendwie eine Lösung hinbekommen, und solange das n hier endlich ist, wird das halt nicht exakt sein, aber auch eine näherungsweise Lösung ist ja eine gute Lösung. So, jetzt ist der nächste Schritt, diesen Ansatz hier einfach mal in die Differentialgleichung einzusetzen. Dann steht da, der Operator wirkt jetzt eben nicht mehr auf die Funktion, sondern er wirkt auf diesen Ansatz, also auf das Psi 0 von x und dann plus auf die Summe von n gleich 1 bis groß n von den unbekannten Entwicklungskoeffizienten a n mal die weiteren Basisfunktionen Psi n von x. Und auf der anderen Seite der Gleichung steht immer noch das g von x. So, und jetzt ist die nächste Idee, mal diese, ja,
diesen Operator, wie er auf diese Basisfunktion wirkt, ein bisschen umzuformen, und zwar genau, indem man diese Linearitätsgleichung hier oben ausnutzt. Also kann man dann auch schreiben, der Operator wirkt erstmal einzeln auf die nullte Entwicklungsfunktion Psi 0 von x, und dann kann man den Operator eben einzeln auf diese Summe und kann ihn auch noch in diese Summe reinziehen, weil diese ganzen Entwicklungskoeffizienten sind ja konstant und hängen nicht von x ab, also steht da plus die Summe von n gleich 1 bis groß n von den unbekannten Entwicklungskoeffizienten Alpha n mal nicht mal Psi n, sondern mal wie der Operator auf diese Basisfunktion Psi n von x wirkt. So, und jetzt muss man sich das mal so ein bisschen anschauen. Also das g von x ist bekannt. Die Basisfunktion Psi 0, die ist ja auch bekannt, die hat man gewählt, wie der Differential oder wie der Operator auf diese Funktion wirkt, das kann man dann ausrechnen. Und hier hinten die Basisfunktionen sind ja auch bekannt, wie der Operator darauf wirkt, das kann man dann auch ausrechnen. Das einzig Unbekannte in der Gleichung sind jetzt eben diese unbekannten Entwicklungskoeffizienten Alpha n. Und ja, jetzt kann man die Gleichung mal in die Richtung umstellen, also das nach vorn ziehen, dann steht hier eben da die Summe von n gleich 1 bis groß n von diesen Alpha n mal wie der Operator auf die Basisfunktion Psi n von x wirkt, und auf der anderen Seite steht eben das g von x minus, und das ist jetzt auf die andere Seite rübergeholt, also wie der Operator auf die nullte Basisfunktion Psi 0 von x wirkt. So, wie gesagt, das ist unbekannt, das ist bekannt, das ist bekannt, das ist bekannt. Die Idee ist jetzt hier ein paar Abkürzungen einzuführen, um sich ein bisschen Schreibarbeit zu sparen und zu sagen, das nennen wir mal gn von x. Und das hier hinten, diesen Teil, den nennen wir mal h von x, sodass man jetzt die Differentialgleichung oder, also, naja, ist ja eigentlich keine Differentialgleichung mehr, diese Gleichung jetzt hier mal umschreibt und sagt, also die Summe von n gleich 1 bis groß n von diesen und noch zu bestimmenden Entwicklungskoeffizienten Alpha n mal gn von x ist gleich h von x. So, und dieses Ergebnis kann man jetzt mal erstmal kurz diskutieren. Also, es ist jetzt gelungen, diese Differentialgleichung hier oben mit der unbekannten Funktion f von x über diesen Ansatz mit den Basisfunktionen umzuwandeln, letztendlich in eine algebraische Gleichung. Also, hier unten ist keine Differentialgleichung mehr. Das h von x ist bekannt, da steckt diese Anregung drin und da steckt drin, wie der Differentialoperator auf die nullte Basisfunktion wirkt. Und es stecken diese Funktion g von x da drin, wo eben drin steckt, wie der Operator auf die anderen Basisfunktionen wirkt. Und das einzig Unbekannte hier drin sind diese n-Entwicklungskoeffizienten. Also die ursprüngliche Differential- oder Integralgleichung wurde reduziert oder umgeformt zu einer algebraischen Gleichung mit diesen n unbekannten Entwicklungskoeffizienten. Und die Funktion gn von x und die Funktion h von x, die sind letztendlich bekannt. So, und ja, die letzte Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, wie kann ich eben diese unbekannten Entwicklungskoeffizienten hier bestimmen? Und dafür gibt es zwei Verfahren. Das erste Verfahren ist das sogenannte Point-Matching-Verfahren. Und Point Matching heißt eben nichts anderes, als dass man versucht, an bestimmten Punkten diese Gleichung auszuwerten. Und diese Punkte, das sind auch n in der Anzahl, n Punkte. Und die sind mal bezeichnet mit xj. Und das j läuft, wenn das halt n Punkte sein sollen, von 1, 2 und so weiter bis groß n.
Ja, und jetzt muss man sich das eigentlich nur mal vernünftig aufschreiben. Und zwar kann man jetzt eben diese Gleichung hier oben für, also mal diese Punkte dort einsetzen und das eben für alle, das ist das mathematische Symbol für alle x, j aufschreiben. Und was dabei hilfreich ist, also eigentlich muss man das jetzt nur mal stupide aufschreiben, diese Summe sich mal aufschreiben und das mal für so ein paar x, j hinschreiben. Und was noch hilfreich dabei ist, wenn man diese Faktoren hier einfach mal vertauscht. Und ja, und genau das machen wir jetzt mal, schreiben das mal stupide auf. Also dann steht da, diese Summe fängt bei 1 an zu zählen, also fangen wir an mit dem G1 und der erste Punkt, der hier auftaucht, ist eben auch das X1. Also G1 von X1 multipliziert mit dem Alpha 1. So, dann kommt das nächste Summenglied, G2 von X1 multipliziert mit Alpha 2. Und dann kommt das nächste Summenglied und so weiter. Und auf der anderen Seite der Gleichung steht das H von X1. So, wenn man das für den zweiten Punkt aufschreibt, dann steht da G2, halt die Summe fängt immer noch an bei G1 zu zählen, aber G1 von X2 mal Alpha 1 plus G2 von X2 mal Alpha 2 plus und so weiter und so fort. Also für die weiteren Summenglieder ist gleich das H von X2. Und jetzt kann man das eben noch für die weiteren Punkte X und so weiter aufschreiben. Und stellt fest, das sieht schon mal ziemlich nach Gleichungssystem aus. Wir bekommen n Gleichungen, weil wir ja n Punkte haben. Und n Gleichungen für n unbekannte Entwicklungskoeffizienten Alpha 1, Alpha 2 bis Alpha n. Jetzt kann man sich dieses Gleichungssystem natürlich vielleicht mal ein bisschen kompakter noch hinschreiben in Matrixform, indem man mal alle Koeffizienten hinschreibt. Dann wäre das das G1 von X1, das G2 von X1. Punkt, 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 aller weiteren Gs. No, und dann würde in der zweiten Zeile stehen, das G1 von X2, das G2 von X2, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann würde es hier so runtergehen, Punkt, 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 Punkt. Und diese Matrix hätte eben auch n Zeilen für die n Punkte und n Spalten für die n Summenglieder in dieser Summe. So, diese Matrix würde dann multipliziert werden mit dem Vektor, in dem alle unbekannten Entwicklungskoeffizienten Alpha 1, Alpha 2 und so weiter drin stehen. Und auf der anderen Seite dieses Gleichungssystems würde eben die rechte Seite stehen, wo alle H's drin stehen. Also das H von X1, das H von X2, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. So, und dieses Gleichungssystem lässt sich dann natürlich wie jedes Gleichungssystem in Matrixform recht einfach lösen. Man nimmt von dieser Koeffizientenmatrix das Inverse, multipliziert das Inverse von der rechten Seite, von der linken Seite an diese Matrix ran. Dann inverse Matrix mal Matrix ergibt die Einheitsmatrix mal diesen Vektor ergibt den Vektor. Dann hat man diesen Vektor und auf der anderen Seite steht eben auch das Inverse dieser Koeffizientenmatrix mal diesen Vektor h. Damit ist das Gleichungssystem gelöst. Der rechenintensive Schritt bei der ganzen Geschichte ist jetzt eigentlich, diese ganzen Koeffizienten, die hier drin stehen, auszurechnen. Also wie sieht diese Funktion g an diesen Punkten x aus, ne? Und die Funktion g steht halt hier. Da steht drin, wie wirkt der Operator auf diese einzelnen Basisfunktionen, die man sich dort eben gewählt hat. Also der rechenintensive Schritt wird sein, diese Koeffizienten zu bestimmen. Wenn man die dann hat, das Lösen dieses Gleichungssystems ist dann vergleichsweise einfach dagegen. So, und dieses Point-Matching-Verfahren mit diesen N-Punkten, wie man sieht, führt immer zu einem Gleichungssystem und führt immer zu einem Ergebnis. Natürlich hat dieses Verfahren auch so ein paar Nachteile. Man benutzt dort eben nur Informationen an diesen N-Punkten. Und deswegen ist das nicht so wahnsinnig exakt. Und es gibt jetzt eben noch ein zweites, ein allgemeineres Verfahren, was versucht, Informationen über den gesamten Definitionsbereich von x dort mit reinzuführen. Achso, ein Hinweis vielleicht noch. Man kann dieses Point-Matching-Verfahren natürlich auch an mehr Punkten als an diesen N-Punkten machen. Dann würde man eben
ja immer noch nur seine n-Entwicklungskoeffizienten haben, aber würde eben mehr Gleichungen bekommen. Das würde dann dazu führen, dass man ein überbestimmtes Gleichungssystem bekommt. Dieses überbestimmte Gleichungssystem zu lösen ist dann aber, wenn man entsprechende mathematische Software wie zum Beispiel Matlab zur Hilfe nimmt, auch wieder nicht so ein großes Problem. Und da kann man diesen Nachteil, dass da eben nur Informationen an gewissen Punkten drinsteckt, so ein bisschen dadurch umgehen, indem man halt einfach ein paar mehr Punkte nimmt, als man eben Entwicklungskoeffizienten hat und das Ganze dann auf so ein überbestimmtes Gleichungssystem führt. So, trotzdem würde ich ganz gerne noch dieses allgemeine Verfahren zeigen, deswegen schaffe ich jetzt hier unten mal etwas großzügig Platz. Und ja, und dieses allgemeine Verfahren sieht jetzt eben so aus, dass man die Gleichung multipliziert, also die Gleichung, die wir hergeleitet haben, diese algebraische Gleichung mit den zu bestimmenden Entwicklungskoeffizienten, multipliziert mit n Gewichtsfunktionen. Auch diese Gewichtsfunktionen, die sollten halt linear unabhängig voneinander sein, also die sollten wieder einen Unterschied voneinander haben. Und diese Gewichtsfunktionen werden mit W bezeichnet, WJ mit dem Index J, die hängen natürlich auch von X ab. Und das J läuft eben dann auch von 1 über 2 und so weiter bis groß N. So, und jetzt ist die Idee folgende, eben in dieser Gleichung, also ich mache jetzt mal hier oben diese Gleichung weg und schreibe die gleich nochmal hin. Das war ja eigentlich nur die Seite drüben abgeschrieben. Also wir haben jetzt wieder die Summe von n gleich 1 bis groß n, die unbekannten Entwicklungskoeffizienten und jetzt eben nicht nur die Funktion gn von x, sondern wir multiplizieren das noch mit diesen Gewichtsfunktionen. Also wj von x mal gn von x und auf der anderen Seite der Gleichung, wenn wir links multiplizieren, müssen wir natürlich rechts auch multiplizieren. Bisschen Platz ist gleich wj von x mal h von x. So, und das machen wir eben auch wieder für alle j. Also für j1 und für j2 und so weiter und so fort. Und was man jetzt noch macht, ist, man integriert das Ganze hier hinten über x und über den gesamten Definitionsbereich von x. Also da, wo man jetzt die Differentialgleichung lösen will oder die Integralgleichung lösen will. Und hier drüben natürlich das Gleiche. Also über alle x oder über das Definitionsgebiet über x integriert. So, und jetzt kann man sich überlegen, diese Gewichtsfunktion, die haben wir ja auch gewählt, die wissen wir auch, die gn-Funktion und die h-Funktion von x, die wissen wir auch. Also kann man auch diese Integrale hier ausrechnen und das Ergebnis dieses Integrals ist ja dann am Ende letztendlich einfach eine Zahl. Also kann man dieses ganze Integral hier ausrechnen und kann diese Zahl, die wird jetzt hier mal a genannt. Und das a hängt irgendwo natürlich von dem j ab und das hängt von dem n ab. Also gibt es verschiedene a's mit dem Index j und n. Und genauso hier drüben dieses Integral, das kann man auch mal ausrechnen. Das hängt nur von dem j ab. Das wird mal b genannt und bekommt noch den Index j, weil es eben von dem j abhängt. So, und jetzt kann man genauso hergehen und kann sich die beiden Faktoren, die hier in der Summe auftauchen, wieder in der Reihenfolge vertauschen. Also das an kommt mal nach vorn und das Alpha n wandert nach hinten oder das aJn kommt nach vorn. So, und jetzt können wir diese Gleichung einfach nur ja letztendlich genauso stupide wie vorher wieder aufschreiben, mal alle Summenglieder einzeln und für alle js einzeln und dann steht halt da, also wenn das j gleich 1 ist. Und wir fangen mal mit der Summe an. Die Summe läuft über n, dann steht halt da als erstes da a11 mal alpha 1. Und dann steht als nächstes da
Das J ist immer noch 1, also steht da A1, 2 mal Alpha 2 plus und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite steht halt BJ und das J soll ja 1 sein. Das wäre die erste Gleichung, die sich für J gleich 1 hier aus diesem ergibt. Dann können wir es für die zweite Gleichung machen. In der zweiten Gleichung wäre das J halt 2, dann steht hier A2 1 mal Alpha 1 plus A2 2 mal Alpha 2 plus und so weiter und so fort ist gleich B2. Und dann kann man das so weitermachen für die ganzen anderen J, so wie wir das vorhin bei dem Point Matching uns auch hier angeschaut haben. So, und auch hier stellt man fest, das Ganze schreit wieder nach Gleichungssystem und das schreit nach Matrixform. Deswegen kann man das auch hier wieder in Matrixform aufschreiben und sagen, in der Matrix stecken eben diese Faktoren oder diese Koeffizienten a drin, also a11 und a12 und so weiter und so fort. Und hier steht a21 und a22 und so weiter und so fort. Und für die weiteren Zeilen und für die weiteren Spalten kann man das genauso füllen. Dann wird diese Koeffizientenmatrix multipliziert mit dem Vektor der unbekannten Entwicklungskoeffizienten Alpha 1, Alpha 2 und so weiter bis Alpha n. Und auf der rechten Seite des Gleichungssystems stehen diese Bs, also B1, B2, B3 und so weiter bis Bn, so dass man jetzt eben dieses Gleichungssystem wieder genauso wie eben lösen kann und damit seinen unbekannten Entwicklungskoeffizienten bestimmen kann. Und diese unbekannten Entwicklungskoeffizienten, die kann man dann natürlich, genauso wie man das bei den Point-Matching-Verfahren schon hätte machen können, diese unbekannten Entwicklungskoeffizienten, die dann ja jetzt bekannt sind durch die Lösung dieses Gleichungssystems, die kann man dann hier oben in diese Ansatzfunktion einsetzen und damit ist dann die Funktion f von x die Lösung dieser Differentialgleichung zumindest näherungsweise bestimmt. Auch hier bei diesem allgemeinen Verfahren mit diesen Gewichtsfunktionen ist natürlich der rechenintensive und der wahrscheinlich noch rechenintensivere Schritt die Bestimmung dieser Koeffizienten, weil um jeden Koeffizienten zu bestimmen, muss man hier einmal so ein Integral ausrechnen. Und um diese rechte Seite des Gleichungssystems, diese Bs zu bestimmen, muss man auch dieses Integral hier ausrechnen. Aber so ein Integral, das kann man ja ganz zur Not auch numerisch lösen oder numerisch bestimmen. Das ist ja ein bestimmtes Integral, das ist ja über den Definitionsbereich von x. Aber letztendlich bleibt das hier halt der rechenintensive Schritt. So, schlussendlich noch ein paar generelle Bemerkungen. Was natürlich so der große Knackpunkt an der Geschichte ist, was wählt man eben als Basisfunktion? Und auch was wählt man als Gewichtsfunktion am Ende? Also Basis- und Gewichtsfunktionen sind frei wählbar. Die einzige Bedingung, die man an die stellen muss, ist eben, die sind linear unabhängig. Und das Psi0 hier muss die Randbedingung der Funktion erfüllen und das Psi n muss homogene Randbedingungen erfüllen. Trotzdem ist es eben so, eine gute Wahl erfordert halt Geschick und Erfahrung und natürlich versucht man mit diesen Basisfunktionen ja die gesuchte Lösung der Differentialgleichung nachzubilden. Also sollten die Basisfunktionen der vermuteten Lösung schon mal relativ nah sein, damit das Ganze halt gut funktioniert. Und dann wäre es eben auch nicht schlecht, wenn diese Gewichtsfunktion und die Basisfunktion so aussehen, dass sich diese Matrixelemente hier unten, also diese Integrale, bei diesem allgemeinen Verfahren eben berechnen lassen. Also im Idealfall analytisch oder zumindest numerisch. Es würde eben halt nichts bringen, wenn diese Integrale hier unten irgendwie konvergieren. So, deswegen steckt da eigentlich so die gewisse Intelligenz da drin, vernünftige Basisfunktionen zu wählen. Man stellt dann fest, für gewisse Ansätze oder für gewisse Probleme haben sich eben die und die Basisfunktionen bewährt, sodass man die dann eigentlich immer wieder verwendet und gar nicht darüber nachdenkt, was denn jetzt für eine Basisfunktion für ein bestimmtes Problem gut wäre, sondern man nimmt halt einfach die, die man da immer genommen hat. Und zur Wahl der Gewichtsfunktion gibt es dann zwei Ideen. Wenn man als diese Gewichtsfunktion WJ hier eben sagt, diese Gewichtsfunktionen, das sind letztendlich Delta-Funktionen, die irgendwo von x minus xj abhängen, dann kommt man auch mit
sozusagen aus dem allgemeinen Verfahren mit den Gewichtsfunktionen wieder zurück zum Point Matching, weil wenn diese Gewichtsfunktionen eben Delta-Funktionen sind, dann haben die ja nur einen Wert an der Stelle 0, also da, wo x eben xj ist, und an allen anderen Stellen verschwindet der Wert dieser Delta-Funktion, ne, sodass man eben bei, wenn die Gewichtsfunktionen Delta-Funktionen sind, kommt man eigentlich zurück zu dem Point Matching-Verfahren. Und die zweite Sache ist, wenn man als Basis, als Gewichtsfunktion eben sagt, die Gewichtsfunktionen sind genau gleich wie die Entwicklungsfunktionen. Also Gewichtsfunktionen und Basisfunktionen sind gleich, dann ist das die sogenannte Galiakin-Methode. Die ist benannt nach einem russischen oder sowjetischen Mathematiker Boris Grigorjewitsch Galiakin. Also eigentlich ist er mal russisch Galjorkin. Hat sich aber aus der englischen Transkription so ein bisschen eingebürgert, dass man ihn Galiaki nennt. Und ja, die Wahl, die Gewichtsfunktion genauso groß zu wählen wie die Basisfunktion, ist eben die Galiakin-Methode zur Lösung oder ja, zur Anwendung in dieser Momentenmethode. Abschließende Bemerkung dazu. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, also ist das jetzt an der Stelle noch sehr, sehr, sehr theoretisch, also so richtig durchschauen wird man das wahrscheinlich erst, wenn man sich mal ein Beispiel dazu anschaut. Das zeige ich in einem weiteren Video. Und die abschließende Bemerkung dazu ist, wenn man sich das Ganze dann so ein bisschen durchschaut hat und mal so überlegt, dann stecken eigentlich in dieser Momentenmethode ganz, ganz viele Ideen eben von den anderen Methoden drin. Also, dass man versucht, eine Funktion in andere Funktionen zu entwickeln, dass man eben das natürlich auch versucht, so ein bisschen zu diskretisieren, zu gucken, irgendwas an Endpunkten zu machen, an einem bestimmten Gitter oder eben Basisfunktionen zu nutzen, die nicht den gesamten den gesamten Definitionsbereich abdecken, sondern eben nur einen Teil des Definitionsbereichs, und man damit auch sowas wie eine Diskretisierung macht. Und weil ja, diese Momentenmethode eben eine ganze Menge Ideen von anderen Methoden aufgreift oder eben auch in den anderen Methoden ganz viele Ideen dieser Momentenmethode zum Teil drinstecken, nennt man diese Momentenmethode oder also benutzt man diese Abkürzung MOM, die hier oben auftritt, eben auch ganz gerne scherzhaft mal für, nicht für Method of Moments, sondern für Mother of All Methods. Also für die Mutter aller anderen Methoden, die jemals nochmal irgendwo entwickelt wurden oder entwickelt werden.